Rückblick, oder? Ich glaube schon. Muss ja eigentlich. Ja. Aber Kamurabi? War sie gerade Mew gewesen? Nein, ist sie nicht. Deft motions with nary a sign of hesitation. The footwork remarkable. Thee especially. Oh, how gladdened I am to have awoken thee. Oh, ich glaube doch kein Rückblick, ne? Miabi, my most valuable puppet. Guide them forth with thy inimitable melody. These waifs, these immaculate strays. Aber es ist Kamurabi ist eigentlich gestorben. Und die kann nie im Leben schon wieder so gealtert sein, dass er jetzt in dem Körper wiederbelebt wurde, oder was? Irgendwas stimmt hier schon wieder mal nicht. Verdammt. Die Mysterien hören einfach nicht auf. Gut so. Denke ich. Flupp. Und ich habe jetzt nach vorne lang. Mal ganz kurz zum Einordnen. Wo bin ich auf der Story gerade genau? Auf der Karte meine ich. Doch, ganz oben. Okay, also jetzt... Ja, passt. Da bin ich quasi zum Übergang ins nächste Gebiet hier. Von da aus, wo ich gerade stehe. Schätze ich. Müsste ich eigentlich. Ja. Ja. Ja, eindeutig. Eindeutig. Richtig. Das ist quasi jetzt der letzte Teil von Ionios, den wir noch nicht bereist haben, tatsächlich. Auf den begeben wir uns jetzt. Wahrhaftig, liebe Leute. Der letzte Teil des... Kontinents, der Welt, des Erdballs, des was auch immer. Und natürlich, was haben wir noch nicht? Eine Eislandschaft. Die kommt jetzt. Wow. Der hohe Norden. Ich finde es aber schade, dass man nicht direkt durchlaufen kann, weil per se haben wir immer schon gesehen, dass es hier losging. Also, so weit ist der Weg nicht. Aber da es ja keine richtige Open World ist, sondern bloß so eine seamless, irgendwas Pseudo-Open World, kann man leider nicht direkt durchlaufen. Das wäre echt geil gewesen. Hätte ein bisschen mehr Immersion gehabt, einfach. Vielleicht dann im nächsten Teil, dass es dadurch komplett open-worldig ist, ohne Ladebalken und so und alles. Zumindest nicht zwischen normalen Reisewegen. Klar, Schnellpunktreisen und sowas, da verstehe ich Ladestationen, Ladebalken und sowas, aber nicht, wenn ich hier in der umherreise. Das ist ja doof. Aber Switch 2 müsste das hinkriegen und ich denke mal, die Entwickler von Xenoblade Chronicles ebenso. Schauen wir mal. Irgendwann in 10 Jahren. Und noch ein Ladevorgang. Denn Videosequenzen haben ja auch unglaublich viel Datenmaterial zu bearbeiten. Ne? Die sind vorgerendert und müssen deswegen umso mehr... Nein, eigentlich nicht. Aber es lädt schön lange, ja. Hui! Wow, nice one, Mimi! Not so nice. Can't even get through that obstacle, Miyabi? Shouldn't have slacked in basic. 20 laps of the colony, and pick up the pace. Ist hier so eine Art Yoren, was die Fähigkeit angeht, wa? An Offseer? Really? That's right. But why? I was top of the rankings. In all the training categories. It's done. But sir... Enter. Miyabi. As of now, consider yourselves our official Colony Theta Offseers. But Commander... Understand. This decision is final. Kurios. So, did you learn the score? I guess. So you can play it? More or less. That's so cool.
And your part's so much harder than mine as well. I've been trying, but I'm struggling a bit with the start of the 12th bar. Can we please just drop it? Oh. We play tomorrow. I just want to get it over with. You're right, yeah. Sorry. Oh. Well then, I'll practice and make sure I've got my part down pat. Schon kurios, dass die beste Kämpferin offenbar einfach mal nicht als Kämpferin eingesetzt wird. Aber ich glaube, wir werden dazu noch ein bisschen mehr erfahren in den nächsten Story-Sequenzen. Shall we go, Mia? So süß mit langen Haaren. Ja, ja. Einfach mal super. Oh! Heldenmission von Mio? Na klar, logisch. Unsere eigenen Helden, unsere 6 Leute in der Party, müssen ja auch Heldenmission haben, damit ihre eigenen Klassen auch nochmal weiter gelevelt werden können als 15. Dann ist das quasi unsere erste Heldenmission und danach werde ich wahrscheinlich die anderen machen können. Ich glaube, so kam das hin im Spiel. Also ich schätze, es war jetzt so. Also auf jeden Fall ist es die erste, das ist sicher. Soweit erinnere ich mich gerade wieder, aber dass man die anderen danach gleich machen kann, das ist trotzdem nur Spekulation meinerseits, aber es würde irgendwie Sinn haben. Vielleicht muss ich auch alle Helden meiner eigenen Truppe zuerst machen, nicht bloß eine. Aber dass sie zuerst kommen und dann erst die anderen Heldenklassen ergibt irgendwie schon Sinn, auch generell so von aus Sicht des ganzen Spiels und so weiter und ja, irgendwie schon. Bam, 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 juhu! That was spectacular. Ja. And I was the MVP. Ultra spectacular. Keiner denkt das, Lance. Keiner denkt das. Nur du. Na gut, du wirst kämpfen, dann auf die Schnauze. Muss ja Gondor noch leveln. Also nicht Gondor per se. Nur ihre Klasse bei anderen Leuten. Au! Ich kann nicht. Doch jetzt. Das und 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 das. Blaue Auge. Sie hat wunderschöne blaue Augen. Na, geht so. Ich bin kein Fan von blauen Augen. Ist egal. Unsichtbar warnt. War mir nicht bekannt. Geh mal aus dem Weg, du Puschel, du. Danke. Heldenmission heißt in dem Fall, ich muss vorlesen? Nein. Eine kurze Sequenz für eine Ladesequenz. Irgendwie. Okay, kommt noch was. Hey! Nadia. What's up? Fine tuning? Yeah. Got another battle tomorrow. Bit of a waste, eh? And you're such a slick fighter, too. Can't believe they paired you with that klutz Miabi. I don't know what the commander was thinking. At least you get to take it easy. Low risk of dying when you're in the rear guard. Nadia, we're waiting for you. Mission briefing? Cool, be right there. Later!
Schon komisch, wie gesagt, das Ganze mit dem Offseer, trotz starker Krieger und so weiter. Dann wiederum, Noah ist ja auch als Offseer unterwegs gewesen, war ja auch ein sehr starker Kämpfer, so ist nicht. Aber bei Noah war es, glaube ich, auch eher seine eigene Entscheidung und bei Nio irgendwie nicht. Dann hört ihr echt nur noch so klatschen, Junge. Ich kann dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Oder schulde dein Rückgrat aus dem Hals, Junge. Aus dem Hals, Junge. Dunkle Grüße an Okachi. Wie geht's dir? Wow, weiter geht's. Guess we live to fight another day? Come on, let's head back. To be fair, we scored some good points today. Tally's next week, was it? This is all such a waste. Tja. What is? Everyone else is out collecting life. And here we are, noodling our tunes. What use are we really? To the colony and everyone? I think it's obvious. We can only truly contribute after death, is all. After death, though, isn't that just pointless? We could be playing our hearts out here, and nobody'd even see us. Is that right? Sure it is. Mio, is that why you're here? For recognition? Is that why you're being an offseer? For a commendation? No, it's just duty. You know, I'm actually glad I was born a klutz. I bet you're just scared. It is scary. Fighting. I am afraid. To steal others' lives with my own hands. Actually, I'm impressed that it comes so easy to everyone else. It's just natural. We all of us live to fight. You're wrong. We just have to... We fight to live, that's all. Mio, have you ever touched a mote of light from a Kavesi? They're the same as ours. On the other side, the people live hoping the same things as us. It's a sad fate. Still, if we're forced to live this way... Sehr modern von dir gedacht, mhm. The least we can do is this. Willkommen zurück, Corin. Fly high, ever higher. Goodbye. And thank you. To send on the voices of the departed is an offseer's purpose. It's not a waste at all. So long as those voices speak to you. Voices? Mio! Miyabi! Thanks, guys! Da kommt Masaru schon plötzlich Tränen in die Augen, was?
ist doch gar nicht so schlimm gerade. Was meinst du, Brummi? Also ja, es ist schon emotional, keine Frage, aber dass ja die Vergangenheit ist und wir keinen direkten Bezug haben, finde ich jetzt nicht direkt tränenrührend, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja. Was soll ich sagen? Xenoblade kann... Oh, verdammt, Entschuldigung. Kann das einfach, ne? Das Emotionen regen und so. Und ja, das war absolut... Ich bin halt so... Ja, völlig, ist völlig in Ordnung, Brummi. Kann ich nachvollziehen. Bei jedem kickt eine andere Stelle irgendwo rein, ne? Aber generell, Emotionen, das Spiel hat Emotionen recht gut unter Kontrolle. Aber bei jedem halt ein bisschen individuell anders. Das ist, glaube ich, einfach das Ding dahinter. Das soll aber auch so sein. Finde ich aber gut. Bei dir jetzt so, ganz ehrlich. Das ist, heißt ja, dass... sagt ja was über dich aus als Person, wenn dich sowas bewegt. Und dass es dich bewegen kann vor allem auch. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr positive Botschaft. Über dich. Oder von dir. Ah, guck mal, ein Item. Und ja klar, eben. Alle Menschen sind anders, ist völlig klar. Und das ist auch gut so. Auch wenn schon ein paar mehr anders sein könnten. Aber, ja, doch. Ist halt so. Ich habe Angst, dass sie mich angreifen wollen. Ah. Als hätte man es nicht kommen sehen, ha? Zack, zack, zack. Was ich damit sagen will... Ich habe jetzt nicht... Also, wenn du jetzt so einen Satz raushaust, Metroid, habe ich das Gefühl, du fühlst dich angesprochen. Das wiederum heißt, dass du denkst, du müsstest dich ändern. Und wenn du das denkst, dann denkst du, du hast irgendwas bei dir nicht stimmt. Und das musst du besser als ich beurteilen können, denn du kannst dich jetzt besser als ich. Also... Es ist quasi eine falsche Stimme in dir drin, die sagt, dass du nicht gut genug bist. Also, was, warum? Was willst du damit sagen, Metroid? Ich gebe die Frage zurück an dich. Nein, da ist ja schon Arschlöcher auf der Welt letztendlich. Und gefühlt wird die Welt jeden Tag voller von solchen Leuten. Und die dürften sich gerne ein bisschen ändern, aus meiner Sicht. Das will ich damit sagen, hauptsächlich. Guck mal. Ah, verdammt. Moment, bevor ich das mache. Schnappen wir uns mal ganz kurz jemanden, der so eine spezielle Klasse beherrscht. Ach ja. Tut doch gar keiner. Dann kann doch hier rein. Passt. Ach doch. Ja, ja gut, das könnte aber jeder. So. Als Antwort darauf kann ich bloß Morag zitieren. Go die in a fire. Aber ich habe trotzdem nicht gemeint. Dovi. Aha, ich block alles von dir, Ziegenbock, du spiralhörniger Backo, nicht Backo. Au, au, ah! Ah! Flauschig ist er. Sehr flauschig. Toll, jetzt habe ich, weil ich mich aus diesem Dings rausdrücken wollte, mein Spezialtief, was ich gar nicht machen wollte. Mist. Siffy, das sind Intelligenzallergiker. Ja, sicherlich. Aber dennoch, die dürfen gerne was dazu kriegen an Intelligenz und deswegen ändern. Und das und das und das und das. Au, meine Party. Was? Triton ist tot. Ich bin am gleichen Level wie der. Ich dürfte eigentlich nicht so schlecht sein, oder? Au, bin ich aber. Lance ist tot. Noah, Heimer. Lance, bitte. Damit ich mich kurz mal impulsionieren kann. Ja, danke. Hi-ja. Ja. Und noch einmal. Zack. Und. Yeah. Mega. Super Angriff. Werft ihn um, Leute, werft ihn um, schnell!
Naja, toll. Ja, zu Nummer rüber, das Spaß. Ah, an der Freude. Mio, nein! Wieso? Ach, ich bin Heiler gerade, stimmt ja. Wo ist Mio? Sie lebt wieder, cool. Das ist aber echt fies, der Typ ist richtig stark, muss ich sagen. Beunruhigend. Ohnmächtig, das ist nicht beunruhigend, das ist sehr schön. Und explodiert es auch noch. Hahaha. Kein Item fällt doch da, wollte ich gerade sagen. Nicht sehr viel irgendwie, aber er hat ein paar fallen lassen. Das ist doch in Ordnung. Oh, ich muss wieder zurück zum Heilen. Ah, Juni. Nee. Mio, doch schlimmer. Wo ist Mio denn da? Alter. Der teilt ordentlich aus, der Typ. Ah, wo ist Tarion? Ich muss ihn wiederbeleben. Ich bin der Einzige, der das machen kann. Scheiße. Ungewohnt, einen Heiler zu spielen. Ganz ungewohnt. Oh, ich kann Heiler überhaupt nicht. Schneller, schneller, schneller. Aua. Da ich bloß Level 3 Robos haben. Was schaffe ich gerade nicht? Ich bin tot. Scheiße. Tarion, hilf mir wieder hoch. Alter, echt, Heiler ist gar nicht meine Klasse. Au. Ernsthaft jetzt? Oh, noch ist wieder tot. Ich halte es nicht aus. Doch, he did. Damn it, Juni auch noch. Oh. Tarion ist gerade Ouroboros. Ach du Kacke, ey. Das ist ein harter Gegner. Einfach aus dem Nichts heraus. Mag auch an Triton liegen, der nicht so geil ist gerade, weil er quasi keine Fähigkeiten kann, aber... Ich glaube, das alleine ist es nicht. Senna ist tot. Ich krieg den nicht. Besieg den Typen. Wahnsinn. Ist nicht mal halb down, der. Das ist. Boah. Fies. Lance ist quasi tot. Oh. Komm schon. Da ist er, Tarion. Holt er Noah zuerst? Nee, Senna holt er. Noah wäre sinnvoller gewesen, ich sag's bloß mal. Scheiße. Und Tarion ist tot. Noah, oh, das war's. Hat sich erledigt, wir sind alle tot. Oh Mann. Flieht, ihr Narren. Gibt's doch gar nicht. Warum ist denn jetzt so hyper überlegen, der Typ? Lauft. Lauft. Er kommt immer näher. Ah, Vögel. Na toll. Nächster Kampf. Scheiße. Ach nö. Kommt die aber. Aber kalt oder was? Kurz heilen. Scheiße. Warum waren der so über drüber? Me too. Oh. Und alle tot bei mir. Alle Heiler. Das nächste Problem, was wir jetzt haben. Awesome. Oh Mann, ey. Ah, gut, klar. Ich bin jetzt mit neuem Leben in den Kampf rein. Das war zu erwarten, dass nichts wird. Hatte eine leise Hoffnung, aber es scheint nicht zu reichen. Ja, bis hier habe ich ja im Spiel keine Probleme gehabt mit gleich Leverigen als die alten Gegner. Das meine ich damit. Klar, sie ein bisschen was austeilen sollten. Und aushalten ist gar keine Frage, aber so extrem habe ich nicht erwartet einfach. Oh, nö. Beide der Klasse vor allem auch gerade. Oh, nee, Senna. Letzte Hoffnung, Senna. Das kann nur schief gehen. Haha, überlebt, weil ich im Skill-Ding bin. Alter. Gut. Ja. Mhm. Ja, ja. Ist korrekt. Ist völlig korrekt. Ah, Wartenstück. Hat die eigentlich schon... Als wenn da was angepasst werden würde. Man, er hat schon ein paar Sachen zur Auswahl. Ich weiß auch gar nicht, ob Triton selbst auch alle seine Blau-Magie-Angriffe haben kann, aber bloß seine 5 Angriffe hat. Und bloß die anderen Klassen, die meine Charaktere dann von ihm quasi lernen, ob die bloß damit angreifen können, das weiß ich tatsächlich nicht. Könnte sein. Hm. Tarion, Level 10. Ach toll. Alles klar, Brummi. Schön, dass du da warst und schlaf dich aus. Du hast es nötig. In der kurzen Zeit, schätze ich mal. Bis zum nächsten Mal.
Hä? Weil ich jetzt einer verloren habe, Kurin, gegen einen einzigartigen Boss? Komische Aussage. Sehr komische Aussage und nicht sehr gerechtfertigt. Aber wie du meinst. So. Level 1 Heiler. Wird bestimmt besser werden jetzt damit. Ich glaube, ich skipp den Boss tatsächlich, weil das, glaube ich, hat gerade wenig Sinn. Der nächste Kampf wird bestimmt nicht besser aussehen. Es sei denn, ich mache mittendrin eine Angriffskette. Was ich ja ungern mache, aber das wird mir zumindest ein paar Buffs vielleicht mittendrin geben im Kampf. Was nicht verkehrt wäre. Komm, einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch noch. Ich habe vorhin nicht gestruggelt, außerdem selbst wenn, ich habe nicht verloren. Das war kein Quatsch, Kurin. Habe ich ja vorhin gestruggelt. Eigentlich nicht. Guck mal hier. Schimmer, Schimmer. Vielleicht schaffe ich noch ganz kurz eine Klasse zu leveln, um einen Rang, bevor ich hier weitergehe. Weil ich sehe gerade, bei Unis ist kurz vor Maximum. Ob es das jetzt bringt, die Wende, glaube ich nicht, aber wer weiß. Davon ab, ja, ich habe halt 3 oder 4 Klassen auf Level 1 jetzt wieder geholt. Das macht schon was aus, weil wenn die nicht die besten Klassen sind, natürlich. Echt mal, Lukachi. Alles Gute selbst, das fragt er jetzt erst. Jetzt soweit aber auch. Soweit auch. Muss ja, ne? Hat schon einen krassen Buckel auf dem Kopf. Wie gesagt, einen Versuch starten wir noch. Wenn das nichts wird, dann lass es halt sein. Ah, abgeblockt, Edge. Ja, Mann. Okay. Aber ich gehe lieber zu Noah rüber. Nee, ich gehe zu Mio. Mio hat ja gerade den Dre, den, wie hieß er? Tiger, Jaguar, Jaguar, Tiger, Dings. Mit dem komme ich besser klar, es wird ein Heiler-Bild. Und ich bekomme aber trotzdem mehr oder weniger dann den richtigen Ouroboros, wenn ich mich verwandle. Nicht die von Stanley, die ich ein bisschen kacke finde. Morgen wieder Arbeit, aber passt. Countdown bis Sommerurlaub. Ja, langsam ist es soweit, ne? Man kann schon zählen, die Tage, fast. Sehr angenehm. Oh, vielleicht bin ich tot mit Noah und mit Mio. Ja, geil. Au, 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 au. Großes Aua. Tayon, ich brauche Noah wieder. Bitte. Dankeschön. Das ging ja fast auf Kommando. Toll. Geburtstag auch noch. Oh, wieder älter. Dann bist du vielleicht bald richtig erwachsen, Lukachi. Das ist ja doch was. Und Mega-Power-Attacke. Die gefühlt keinen Schaden macht, aber sie sah geil aus. Das reicht uns ja im Zweifel schon, nicht wahr? Level 3, sehr schön. Läuft gerade deutlich besser, der Kampf. Wechsel. Als eben gerade noch. Ich weiß nicht wieso, aber ist so. Komm schon. Hä? Was ist denn hier los? Der macht seine Kombo-Attacke nicht. Geht doch. Und Super-Attacke. Hä? Moment, was? Da macht er seine Spezialattacke mit dem Schwert rausziehen, nicht? Das hätte ich machen müssen, mit der Meinung. Hat er aber nicht. Scheitern, komm mal zurück, bitte. Für meine Angriffskette. Au. Ja, jetzt habe ich. Ich brauche einfach einen, sonst bin ich gleich tot. Ich bin ein bisschen heilen nebenbei hier. Food reduziert, passt alles, läuft. Im Kopf 5, körperlich 80. Ja, ungefähr so. Verstehe ich. Verstehe ich total. So. Genau. Auf mit der Wut an die richtigen Leute. Was macht ihr Schönes? Bei Reaktivierung des Retters werden... Ja, es ist ein Kackcharakter, was das angeht. Vor allem 50 gewährt oder 50 abgezogen. Krass. Weil abgezogen ist... Ja, bei minus 40 dann. Vor allem, ich habe noch nicht erlebt, dass er wieder reaktiviert wurde. Aber okay. Fangen wir mit dir an. Du bist wie nichts wert hier. Ah. Echt ein Kackheld für eine Angriffskette. Richtig, richtig schlecht. Hätte man das vorher geahnt, aber habe ich nicht.
Banken tut er bereits. Kann ich ihn umwerfen mit irgendwem? Toll. Ich habe keinen zum Abwerfen. Oh. Machen wir das so. Heilung für uns alle. Das war ganz wichtig jetzt generell. Tun wir das, was nach der Kette kommt. Zielzwang wäre ein bisschen Quatsch eigentlich zu machen, weil ich gerade schon meine Wut von Angreifern Heiler reduziert habe. Nehmen wir einfach Ausweichen, das ist sinnvoller dann. Wenn ihr anvisiert wird, dann auch bitte mit Ausweichchance erhöht. Hey! Das ist okay. Ich glaube, es war eher 4 bis statt 15 gerade. Von aller? Hier ist gar nichts bestiegen gerade bei ihm. Er war auch auf 35 gewesen. Da ist nichts passiert. Am Arsch. Scheiden. Am Arsch. Das ist echt das Problem, dass meine höchsten Angreifer schon wieder. Die Verteidiger, Heiler sind, die nicht über die Grenze hinauskommen. Das hier wird mein letzter Angriff sein. Weil ich jetzt nicht Leute wiederbeleben werde, die Schaden machen. Ah, das ist kacke. Er ist nicht gut als Held. Er ist nicht gut. Oh! Ich habe mich getäuscht. Warum ist sie. Ich meine, ohne mich beschweren zu wollen. Ich weiß nicht, wieso sie jetzt wiederbelebt wurde. Aber läuft. Was du nicht sagst, ja doch. Aber wieso ist sie? Hatte nicht Noah mehr TP? Na gut. Umso besser. Schaffen wir doch noch eine Runde. Voll mit der Rohrbrust oben drauf. Das war ein bisschen Schaden. Das ist völlig in Ordnung. Wird natürlich nicht ausreichen, aber. Kleenex. Die Kette erstmal so weit, so gut. Gib alles. Ich will riskieren, jetzt nochmal eine Runde zu machen. Leider habe ich es nicht geschafft, auf 150 zu kommen. Deswegen nein. Muss ich jetzt den hier nehmen, sonst ist dumm. Ach, guck mal. Da ist plus 50 gerade bei ihm. Lohnt sich aber, glaube ich, trotzdem nicht wirklich. Nee. Alles gut. Nichts passiert. Noch ein bisschen Heilung oben drauf für meine Leute. Das Wesentliche, ich habe mich damit geheilt jetzt, was ich haben wollte. In der Angriffskette ist passiert. Ich habe ein bisschen Mut runtergelenkt von meinen Leuten und so weiter. Ist okay. Ist okay. Und das auch nochmal, komm. Und wir haben schon die Leben des Siegers ordentlich reduziert, so ist auch nicht. Also das ist auch in Ordnung. Naja, ob es reicht, mal schauen. Pa. Ja, zum Töten jetzt nicht, das ist klar. Aber auch den Kampf zu gewinnen, ob es dafür reicht, ist die Frage. Ich hoffe es mal. So viel Leben bleiben jetzt auch nicht mehr. Jetzt war ich schaffen, eine zweite Kette noch zu aktivieren. Auch sehr schade, das heißt keine Bonus XP und so weiter. Aber ich bin froh, wenn der Kampf erstmal generell gewonnen wird. Nachdem der erste Versuch so kläglich scheiterte. Habe ich gerade Wut von Angriffen gesenkt? Und schon greift der Juni an hier. Gibt's doch gar nicht. Keins gebracht, den Angriffen das zu machen irgendwie. Gut zu wissen. Danke für nichts. Jetzt greift der Noah an. Na klar. Du sollst die Verteidiger angreifen. Dafür sind sie da. Alter. Vollhorst. Gut, haben wir überall Ouroboros stehen. Komm schon, einmal zu Noah rüber, ob wir Level 3 aktivieren können. Yeah. Piu, 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 piu. Au, 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 au. Oh, Noah. Den holen wir uns jetzt hier. In Ouroboros-Form, wa? Hätten wir gewonnen, das kannst du wirklich sagen.
Das hört sich super Angriff, aber hey, es reicht aus. Ey, ich wollte zu Ende gucken. Na, okay. Gewonnen ist gewonnen. So, läuft. Wir machen es gerade perfekt. Ein kurzes Poisley. Ich glaube, ich nehme wieder Triton raus. Vorher, bevor ich es vergesse, und mache die wieder rein. Wobei ich beide noch lernen muss, so ist nicht, ne? So klassenmäßig habe ich noch beide nicht gelernt. Auch die anderen noch nicht, die ich gerade. Ich kann auch zu ihr wieder zurück switchen. Nee, glaube ich gar nicht, weil ich die lieber ganz tauglich als... Ich nehme erstmal sie rein. Bevor ich die beiden weitermache. Erstmal sie mit allen lernen. Und wie gesagt, kurzes Päuschen. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr kennt das ja. Auch wenn ich heute keinen Cappuccino machen werde, aber ich trinke mir, glaube ich, ein Stück Cola stattdessen. Hauptsache ein bisschen Koffein. Bis gleich.